Der untote Geist der Weihnacht von Christian Endres. Da er zwei Touren im Nahen Osten überstanden hat, ist Randy das, was einem Weisen aus dem Morgenland in meiner Weihnachtsgeschichte am nächsten kommt. Dass die Leute tun, was er sagt, hat nichts mit seiner Weisheit oder Güte zu tun. Oder etwa damit, dass er andere Geschenke als sein Trauma und seinen Wahnsinn mitgebracht hätte. Vielmehr liegt es daran, dass Randy ein hundsgemeines, gewalttätiges Arschloch ist. Keine Ahnung, was Mom an diesem Penner findet. Vielleicht denkt sie, uns einen Gefallen zu tun, wenn sie sich an das Alphatier in den 5 Stockwerken unseres Mietshauses ranschmeißt. Ganz Unrecht hat sie vermutlich nicht. Ich habe Angst vor Randy, seinen Schlägen und Tritten. Davor, dass er Mom wehtut. Noch mehr wehtut, heißt das. Als er vergangene Woche zu mir kam und sagte, dass ich meinen verfickten Wunschzettel für Santa schreiben soll, habe ich daher kommentarlos Blatt und Stift genommen. Da ich weiß, wie Randy tickt, fragte ich lediglich, soll ich mir was Bestimmtes wünschen? Was Praktisches? Oder dass die Zombies verschwinden? Die sind nämlich unser anderes, großes Problem neben Randy. Im Krieg, der Randy zu dem gemacht hat, wer und was er ist, feuerte irgendwer seine fiesesten Raketen ab. Und jetzt haben wir die Zombie-Apokalypse an der Backe. Obwohl es wahrscheinlich eher Mutanten sind. Aber Zombies hat sich nun mal durchgesetzt. In den Städten ist es besonders übel. Ein Großteil der Leute wurde verwandelt. Leider nicht in strunzdoofe, schlurfende Lahmärsche, sondern in tollwütige, vom Hunger angetriebene Bestien, die flink wie Hyänen sind und garantiert nicht am Boden festfrieren. In Rudeln streifen sie durch die Straßen, die vor abgestellten Autos, Schutt, Leichen und diesen Monstern regelrecht verstopft sind. Die meisten Überlebenden in diesem urbanen, postapokalyptischen Albtraum haben sich verbarrikadiert. Alle hoffen auf die Armee oder sonst wen, aber da hat man wohl andere Prioritäten. Zum Glück hamsterten Veteranen wie Randy nach ihrer Rückkehr von der Front Vorräte ohne Ende, obwohl da noch niemand etwas ahnte. Vielleicht haben sie drüben Gerüchte gehört. Noch haben wir genug zu essen und alle Türen und Fenster der unteren Etagen sind mit Metallplatten verschweißt. Doch uns allen hängt der Dosenfraß zum Hals raus und irgendwann werden selbst die Konserven knapp, geht uns das Gas aus oder bleiben Strom und Wasser mal ganz weg. Und Besorgungsexpeditionen werden erst drin sein, wenn die Zombie-Rudel sich verstreut haben oder vertrieben wurden, uns die Untoten nicht länger wie Scrooges Geister her belagern. Wünsch dir einfach was, du kleiner Scheißer, knurrte Randy als Antwort auf meine Frage. Von mir aus eine Muschi. Ich glaube nicht, dass Santa solche Wünsche erfüllt, antwortete ich. Zu meiner Überraschung verpasste Randy mir keinen Schlag. Er nickte nur nachdenklich. Yeah, hast recht. Wünsch dir was Ordentliches, okay? Okay, sagte ich skeptisch. Und schreib was Nettes dazu. Oder mal ein Bild. Darauf steht der alte Pedo, oder? Glaub schon. Also unterschrieb ich ein paar Hellboy-Comics, Wasserfilter, ein Solarladegerät samt Batterien, ein Kurbelradio und Medikamente gegen die Krankheit von Mrs. Kirkman im 3. Stock auf meinen Wunschzettel. Anschließend malte ich ein paar Elfen mit Zipfelmützen. Randy sah mir über die Schulter. Was sind das? Fragte er. Besoffene Pinguine? Elfen. Was denn für verfickte Elfen? Santas Elfen, seine Helfer am Nordpol. Kennst dich aus, wie? Ha, komm, du Scheißer. Zeit, deinen Wunschzettel abzuschicken. Ich sah Randy zweifelnd an und sein Gesicht verfinsterte sich prompt. Hältst du mich für bescheuert? Keine Angst, wir latschen nicht mitten durch die Nacht der wandelnden Toten zum nächsten Briefkasten. Los jetzt. Er packte mich grob am Arm und zerrte mich durchs Treppenhaus nach oben. Randy öffnete die Tür und wir traten aufs Flachdach, wo sich nur der kalte Wind auf uns stürzte. Aber wir haben selbst im Haus stets Jacken und Mützen an.
und weit unter Null fallen die Temperaturen, Klimawandel sei Dank, nicht mehr oft. Wir stopften durch den Schnee und traten an die Brüstung. Und jetzt? Fragte ich verwirrt. Lass den Brief liegen, wenn der nächste Windstoß kommt, sagte Randy ernst. Ich streckte den Arm aus, mein Wunschzettel zwischen den Fingern. Der Wind schnappte gierig nach dem Brief und riss ihn davon, sobald ich ihn losließ. Wir sahen dem Blatt hinterher, wie es durch die Winterluft sauste, mal hierhin, mal dorthin, den ein oder anderen Salto machte und schließlich hinter einem ausgebrannten Hotelturm aus der Sicht verschwand. »Was meinst du?« fragte Randy nach einer Weile. »Voll Disney«, sagte ich. Es schien die richtige Antwort zu sein. Randy klopfte mir auf die Schulter. »Die Chancen stehen ganz gut. Schreiben sicher nicht mehr viele«, er zwinkerte mir zu. »Mal sehen, was deine Mom treibt. Ich bin irgendwie geil.« Das ist jetzt 3 Wochen her. Laut Kalender ist heute Heiligabend. Eine dunkle, kalte Nacht ohne Mond, die in dieser neuen Welt keine Bedeutung mehr hat. Ich kauere im Schutz eines Kamins auf dem Dach und beobachte Randy und 4 seiner Kumpels, denen ich hinterhergeschlichen bin, nachdem sie beim Abendessen verschwörerisch miteinander flüsterten. Sie haben sich mit Decken im leeren Taubenschlag verkrochen, wo man sie nur mit einem Nachtsichtgerät sehen könnte. Ich frage mich, was die Idioten vorhaben. Der Drang, eine Antwort auf diese Frage zu kriegen, ist das Einzige, was mich in der Kälte wach hält. Trotzdem bin ich halb am Wegdämmern, als mich ein Geräusch hochschrecken lässt. Ein leises Klingeln im Wind. Ich runzle die Stirn und richte mich auf. Da ist es wieder und es kommt näher. Soweit man das bei diesem Wind sagen kann. Ich reiße mir die Mütze vom Kopf und ignoriere die Kälte an den Ohren, lausche. Das Geräusch, das nach vielen Glöckchen klingt, ist nun richtig laut. Plötzlich fliegt etwas Großes, bimmelnd und rauschend, über mich hinweg und ich erstarre. Ein gewaltiger Schlitten landet auf dem Dach mit schnaubenden Rentieren, blitzenden Kufen und allen drum und dran. Wäre mir nicht so scheißkalt, würde ich denken, dass ich in meinem Bett liege und träume. Santa Claus, der Weihnachtsmann, auf unserem Dach, wegen meinem Brief. Mitten in der verkackten Zombie-Apokalypse. In meinem Inneren breitet sich eine Wärme aus, von der ich nicht mehr geglaubt habe, sie noch einmal zu spüren. Hoffnung. Der Glaube daran, dass alles gut wird. Dann höre ich knirschende Schritte im Schnee. Randy, Eli, Kadir, Simon und Dennis haben den Taubenschlag verlassen und rennen mit erhobenen Baseballschlägern auf Santa zu. Ach du Scheiße, das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch, ist es. Santa, der schwerfällig aus seinem Schlitten klettert, hat Randy und seine Jungs den roten Rücken zugekehrt. Randys erster Schlag trifft Santa auf dem Nacken und schickt ihn zu Boden. Die stattlichen Rentiere, die in der Kälte dampfen, werfen schnaubend die geweihgekrönten Köpfe nach hinten. Doch ihr Geschirr hält sie in Reih und Glied. Randy sagt etwas, das ich nicht verstehe. Dabei tritt der Santa, der sich windet, brutal in die Seite. Ich vergesse meine Vorsicht, springe auf und renne übers Dach. »Was macht ihr da?« brülle ich. »Lass Santa in Ruhe!« »Hey«, sagt Randy, der mir den Weg tritt. »Willst du dir dein Werk ansehen?« »Mein Werk? Du hast gesagt, ich soll den Brief schreiben.« »Stimmt, was bin ich doch für ein scheiß Genie.« »Von wegen. Willst du auch eine verpasst kriegen?« »Leck mich, du bist nicht mein Dad, du bist nur ein mieser...« Ich kann den Satz nicht beenden. Randy boxt mir in den Magen. Ich gehe zu Boden und Randy setzt wütend nach. Schnee und Kälte verschlingen mich und alles wird schwarz. Als ich wieder zu mir komme, steht der Schlitten noch immer auf dem Dach. Die Rentiere sind auch noch da. Allerdings liegen sie wie Weihnachtsdeko auf der Seite und der Schnee um sie herum ist aufgewühlt und rot. Sie wurden aufgebrochen, als wären sie ordinäres Wild. Randy, Eli, Kadir, Simon und Dennis, die mittlerweile Stirnlampen tragen, zerlegen die Tiere geschickt. Der Gestank nach Blut und Tod ist so stark, dass ich würgen muss. Randy kommt zu mir, als er das hört. Ich liebe den Geruch von Rentierinnereien am Weihnachtsmorgen. Was habt ihr getan? Frage ich anklagend. Randy betrachtet das Gemetzel. Ich habe ihm gesagt, dass er uns hier rausfliegen soll. Aber der fette Pedo hatte was von Gesetzen, der narrativen Magie oder irgend so einen Scheiß gelabert.
Simon hat sogar versucht, den Schlitten ohne ihn in die Luft zu kriegen. Du weißt ja, er ist drüben Helis geflogen. Aber die Viecher haben ihn nicht beachtet. Also sagte ich, dass wir das Beste draus machen, wenn uns der Alte nicht helfen will und wir seinen Schlitten nicht benutzen können. Ich schüttle fassungslos den Kopf, während sie Santas stolzes Gespann mit Jagdmessern und Äxten ausweiden. Ihm tut ihr aber nichts, oder? Frage ich zittrig. Santa? Wir? Kleiner, wir sind doch keine Monster. Ich zucke zusammen, als Randy seinen Finger in den Mund steckt und pfeift. Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun habt. An mich gewandt fügt er hinzu. Wir wollten nicht, dass du die Show verschläfst. Sieh gut zu, was passiert, wenn man nicht tut, was ich sage. Simon und Eli verschwinden im Taubenschlag, kehren mit dem bewusstlosen Santa zurück, schleifen ihn zwischen sich durch den blutigen Schnee und wuchten ihn über die Brüstung des Daches, hinter der Santa verschwindet. »Nein«, rufe ich entgeistert. »Mach dir keinen Kopf, Kleiner. Der überlebt das schon«, sagt Randy. »Ist ja dick genug gepolstert. Ho, ho, ho.« Ich rapple mich auf, sprinte zur Dachkante und sehe nach unten. Santas feister Körper liegt tief im Schnee, die Glieder seesterngleich ausgestreckt. Und da eilen auch schon die ersten Zombies herbei. Santa regt sich schwach. Und für den Bruchteil einer Sekunde habe ich das Bild vom Superweihnachtsmann vor Augen, der die Bestien platt macht und danach Randy und den anderen gibt, was sie verdienen, woraufhin Santa und ich mit zwei Flaschen eisgekühlter Coke anstoßen und mit meiner Mom davonfliegen. Dann ist der erste Zombie über ihm und vergräbt seine Zähne in Santas Arm. Der Weihnachtsmann schreit wie ein verwundetes Tier. Mehr und mehr Zombies beteiligen sich beißend, reißend und schlingend an diesem Schmaus, bis ich Santa nicht mehr sehen kann. Bloß noch die roten Ströme, die durch den Schnee rinnen. Heiße Tränen brennen in meinen Augen. Du hast gesagt, dass sie ihm nichts tut. Wir tun ihm ja auch nichts, Kleiner. Was sie da unten mit ihm machen, darauf hab ich keinen Einfluss. Und jetzt schwing deinen Arsch rüber und hilf uns. Oder willst du dem alten Penner Gesellschaft leisten? Unfälle passieren im Dunkeln leicht auf so einem verschneiten Dach. Ich wische mir mit dem Ärmel über die Augen, wende mich von der Brüstung ab und schlurfe zum erstbesten toten Rentier. Während Randy mir gegenüber Position bezieht und seine Stirnlampe einschaltet, drückt mir Simon ein blutiges Messer in die Hand. Ich umklammere seinen Griff so fest, dass es trotz der Handschuhe wehtut. Stelle mir vor, wie ich Randy und den anderen das Messer reinramme, Santa, Rudolf und Komet räche. Da geht die Tür zum Dach auf. Hier steckst du, sagt meine Mom. Es hat wieder zu schneien begonnen. Der Wind spielt mit den Flocken und Moms Haarsträhnen, die unter der Wollmütze hervorschauen. Du solltest längst im Bett liegen. Sie geht zu Randy, küsst ihn. Ich habe das Gefühl, dass sie die blutige Bescherung gar nicht wahrnimmt. Wahrscheinlich hat sie was von Randys Gras geraucht, das er im Keller anbaut. Was treibt ihr Jungs hier überhaupt? Männerkram, Babe, antwortet Randy. Der Junge hat uns geholfen, das hier klarzumachen. Das gibt ein richtiges Festmahl morgen, wie es sich für die Feiertage gehört. Normalerweise müsste ich bei so viel Bullshit kotzen, doch ich sehe nur meine Mom, die sich an diesen scheiß Kerl schmiegt und bei der Vorstellung eines Weihnachtsessens so glücklich lächelt wie lange nicht, als wäre sie von einem total kaputten, untoten Geist der Weihnacht beseelt. Also vergrabe ich das Messer im Körper des Rentiers, so wie mein Dad es mir vor Jahren vor seinem Unfall, dem Krieg und allem auf unseren Jagdausflügen gezeigt hat. Mom flüstert Randy etwas ins Ohr, das ihn anzüglich grinsen und mich die Zähne zusammenbeißen lässt. »Mach nicht mehr so lange«, sagt sie und wendet sich zur Tür. Randy gibt ihr einen Klaps auf den Hintern. Elender Drecksack. Nichtsdestotrotz geht Moms Lächeln so strahlend wie ein Weihnachtsstern heute auf das Konto dieses Psychos. Als würde er meine Gedanken lesen, sieht Randy mich über den blutigen Rentierkadaver hinweg an. »Fröhliche Weihnachten, du kleiner Scheißer«, sagt er, ehe er an Dashers glänzenden Innereien zerrt. Der untote Geist der Weihnacht von Christian Endres, gesprochen von Aikimira, eine Produktion von
podyssee.de.